Qigong-Großmeister Buyin Chang entstammt einer Familie, die eng mit dem medizinischen Qigong verbunden ist. Von Kindheit an erhielt er Unterricht in Qigong, Wushu und Tai Chi Chuan. Er studierte intensiv die chinesische Medizin und wird seit über 30 Jahren von Meistern mit daoistischen und buddhistischen Wurzeln ausgebildet. Er ist Vertreter des Shaolin-Jin Ichijan Qigong in der 20. Generation und als einziger autorisiert, diese Methode nach den Originalquellen in der westlichen Welt zu verbreiten. Buyin Chang bietet Qigong-Kurse, Seminare und Ausbildungen an. Er ist Buchautor und Leiter der Internationalen Nijin Qigong Akademie sowie eines Zentrums für TCM in Deutschland. Sein größter Wunsch ist es, Menschen einen Weg zu Gesundheit, Glück und Harmonie zu eröffnen. Wenn der Schnee schmilzt, keimt in der Natur die Yang-Energie auf. Um sich den Änderungen in der Natur anzupassen, sind Qigong-Übungen gut geeignet. Sie aktivieren das Qi und das Blut. Besonders günstig sind Übungen, die einen Schwerpunkt auf die Leber legen. Wenn Sie Zeit haben, so verweilen Sie einige Minuten entspannt in der Reiterstellung. Dabei stehen die Füße parallel schulterbreit. Die Knie bilden einen rechten Winkel. Die Achselhöhlen sind frei und die Unterarme sind sowohl parallel zueinander als auch zur Erde. Die Handgelenke und Finger sind entspannt. Die Augen sind leicht geöffnet. Lächeln Sie. Alternativ können Sie auch direkt mit der Hauptübung beginnen. Verschränken Sie die Arme vor dem Brustkorb. Bauen Sie mit der oberen Hand Druck nach unten und mit der unteren Hand Druck nach oben auf. Lösen Sie die Spannung. Wiederholen Sie den Wechsel von Spannung und Entspannung 9-mal oder öfter. Tauschen Sie die Position der Hände und setzen Sie den Wechsel von Spannung und Entspannung 9-mal oder öfter fort. Lassen Sie zum Abschluss die Hände entspannt auf die Knie sinken. Legen Sie Ihre verschränkten Hände an den Nacken. Bauen Sie Spannung auf, indem Sie den Kopf leicht nach hinten beugen und ihn mit den Händen nach oben drücken. Lösen Sie die Spannung und führen Sie den Kopf in die Ausgangsposition zurück. Wiederholen Sie diesen Wechsel von Spannung und Entspannung 9-mal. Die gezeigten Übungen wirken regulierend und harmonisierend auf das Leber-Qi und sorgen für gute Laune. Empfehlenswert sind sie vor allem für Menschen, deren Leberfunktionen eingeschränkt sind oder deren Immunsystem schwach ist. Lassen Sie zum Abschluss die Hände entspannt auf die Knie sinken.